Wie hast du dich für Allgemeinmedizin beworben? Hast du einfach dich in der Anästhesie beworben oder hast du dich in so ein Programm beworben? Es gibt Ah, ja ja, genau. genau. Also, genau, es gibt so eine Verbundweiterbildung. Das heißt, da wird dir quasi alles schon vorgegeben. Das ist sehr strukturiert. Das Krankenhaus ist quasi auch schon ausgewählt, wo du dein internistisches Jahr machen kannst. Das habe ich Okay. jetzt nicht gemacht. Also, ich bin nicht in der Verbundweiterbildung, weil ich eben mir meine Sachen frei wählen wollte. Also, ich wollte nicht gebunden sein an irgendwas. Und deswegen habe ich mich halt immer beworben, aber man muss quasi gucken, ob die Weiterbildungsbefugnis für Allgemeinmedizin haben. Und wenn die haben, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann man sich dort ganz normal bewerben. Und bei mir war es da tatsächlich so, dass alle drei Stellen, wo ich jetzt vorher war, Weiterbildungsassistenten für Allgemeinmedizin gesucht haben, eben wegen dieser Gehaltsgeschichte. Die wollten halt einfach eine günstige Arbeitskraft haben, was ja auch voll okay ist, wenn man dafür die Weiterbildung auch bekommt. Genau. Und dann Was bewirbt man sich ganz genau, normal. okay, aber wenn jetzt werden sich viele, glaube ich, fragen, jetzt bewerbe ich mich in der Anästhesie oder ich bewerbe mich in der Chirurgie oder ich bewerbe mich jetzt von mir aus in der Cardio und der Chef fragt, warum wollen Sie hier anfangen? Und dann sagst du ja nicht an einer Uni, ich will Hausarzt werden. Wie Kommt machst du drauf an. das? Also wenn die Stelle für Allgemeinmedizin Hm. ausgeschrieben war, Ja. und so war es bei mir, deswegen, ich bin immer ein Freund der ehrlichen Worte. Ich hasse es zu lügen. Und das war wahrscheinlich am Anfang auch mein Problem, weil ich wollte eigentlich erst mein Innere ja machen und habe in den ganzen Bewerbungen geschrieben, suche eine internistische Stelle und mein Ziel irgendwann mal Allgemeinmedizin. Habe halt nicht geschrieben, ich will Kardiologin werden oder Gastroenterologin oder Ja. so. Und ich glaube, dass das mein Verhängnis war, dass ich tatsächlich keine Stelle, also dass ich keine Stelle in der internistischen Station bekommen habe tatsächlich. Das glaube ich schon. Also das würde ich anders machen jetzt. Da muss man dann einfach so tun, als würde man halt Internist werden wollen. Genau. Ich glaube, man muss auch etwas, also in diesem Fall muss man auch mehr irgendwo auch an sich selbst denken und sagen, man muss bis zu einem gewissen Grad einen gesunden Egoismus mitbringen, weil also was ich glaube, was nach hinten losgehen kann, wenn man sagt von vornherein, bewirbt sich in der Chirurgie und sagt, ich will Hausarzt werden. So, dann wirst du nur noch für irgendeine Stationsarbeit verbraten. Das kann halt passieren. Und man lässt dich Genau. nicht operieren, man wird dich nicht in die Intensivmedizin reinstecken und Co. Und das könnte halt blöd ausgehen, dass Das man stimmt. dann eigentlich sehr wenig aus dem Fach mitnimmt. Als wenn der Chef oder die Oberärzte denken, dass du wirklich Chirurg werden willst. Und vielleicht wird Ja. man das einem ja sowieso so gefallen. Das ist ja nicht unbedingt gelogen. Es kann ja auch sein, dass es einem am Ende wirklich so gefällt, dass man bleibt. Das kann auch sein. Aber ich persönlich Ja. würde jetzt nicht mich bewerben und dem Chef sagen, wenn die Stelle nicht für Allgemeinmedizin ausgeschrieben ist, ja, eigentlich will Genau. ich Allgemeinmedizin machen. Das ist auch ein Learning, was ich mitgenommen habe. Also würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, mich so bewerben. Aber die Stellen eben, wo ich jetzt gearbeitet habe, die waren dafür ausgeschrieben und es war voll fein für die. Also ich habe dann halt auch gesagt, warum ich mich für diese Stelle, also warum es mir wichtig ist, diese Skills mitzunehmen. Und ja, die in der Anästhesie, die haben dann auch immer gesagt, na ja, vielleicht schwenkst du ja dann um und dann wirst du Anästhesistin und Ja, so. Also typisch. es wäre schon ein cooles Fach gewesen, auf jeden Fall. Und das kann auch passieren, dass man vielleicht dann irgendwie mal irgendwann umschwenkt. Aber es kamen halt auch viele eben aus der anderen Richtung, die dann Anästhesie gemacht haben und in die Allgemeinmedizin dann gehen, weil sie halt einfach aus dem klinischen Setting raus wollen. Thank you.